Auf dem Weg von der Göppinger Hütte Richtung Metzgertobelalpe ist am Dienstagnachmittag in Sonntag ein 68-jähriger deutscher Urlauber aus Stuttgart tödlich verunglückt. Die vierköpfige Wandergruppe ist von der Göppinger Hütte Richtung Metzgertobelalpe gelaufen und auf dem Wanderweg dürfte der letzte von den Vieren ausgerutscht oder gestolpert sein und kopfüber in ein kleines Tobel gestürzt sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben.